wäre, werden alle im Laderaum sterben. Also raus! Das ist dein Befehl! Winter! Moment, wo ist Chris? Wie kommen wir hier raus, Bishop? Winter! Er steckt fest, Reed! Suchen Sie mit Bishop einen Weg hier raus! Kein Marine bleibt zurück, klar? Ihr versucht, die Luftschleuse zu öffnen. Ich versuche, Cruz zu holen. Ich gehe mit O'Neill, Reed und Hicks durch den Wartungsschacht. So kommen wir rein. Uns bleiben noch etwa 8 Minuten bis zum Verlassen der Atmosphäre. Halt! Keine Diskussion! Los! Verstanden. Los, weiter! Wie geht's Ihnen da drin, Captain? Ein Magazin mehr gut. Wir haben 8 Minuten, Sir. Ich werde Sie da rausholen. Sind Sie verrückt? Winter, hauen Sie ab! Bishop, die Königin ist mit uns hier im Hangar. Sind gleich da. Machen Sie sich unsichtbar, Winter. Guter Plan. Brauchen Lagebericht. Ich kann die Tür nicht öffnen, wenn sie noch da drin ist, Winter. Wissen Sie, wie der Frachtabwurf funktioniert? Damit kann man Fracht im Flug abwerfen. Bin ganz Ohr, Bishop. Sie müssen den Frachtabwurf zurücksetzen, bevor Sie ihn benutzen. Die automatische Ausrichtung wurde bei dem Unfall zerstört. Das müssen Sie manuell machen, Winter. Habe verstanden, Bishop. Schaffen Sie sie zum Frachtabwurf, bevor Sie den Hebel betätigen. Thank you.
Unternehmen ein für alle Mal. Für all die Gefangenen. Und dann rettet all die anderen Marines von diesem gottverlassenen Planeten. Roger, Sir! Bleib mal Zeit. Klimmel deaktiviert. Motor läuft. Fehler, Captain. Schauen wir mal, ob dieses Teil fliegt. Echt schön. Ist das wirklich alles passiert? Auf, Schneider. Hinter dieser Tür ist Michael Wayland. Der Grund, warum wir alle hier sind. Der Flugschreiber der Sulaco ist verloren. Wei Yu hat alles in dieser Einrichtung vernichtet. Wir brauchen ihn lebendig und wir brauchen alles, was er weiß. Verstanden? O'Neill, ich brauch dich, Kumpel. Wir kriegen diese Kerle. Halt, stopp, stopp! Bevor ihr mich erschießt, wartet! Haben Sie überhaupt eine Ahnung? Wissen Sie überhaupt, was Sie anrichten? Bitte, bitte, tun Sie das nicht. Ich bin nur das Gesicht des Unternehmens. O'Neill, überlegen Sie sich, was Sie tun. Hab ich. Wir haben Sie, Kumpel. Nimm die Waffe runter. Kann ich nicht. Irgendwer muss büßen. Für Cruz. Für Keys. Für alle, die wir verloren haben. Für Sie. Muss ich erst Ihren Namen nennen? Wenn jemand Ihren Namen sagt, schieße ich ihm den Kopf weg! Das schwöre ich! Bitte schießen Sie mich. Reden Sie nicht mit mir, Sie Dreckskerl! Darf ich Ihnen etwas sagen? Bishop, gehen Sie mir gefälligst aus dem Weg! Nein. Ich mache keine Scherze, Bishop. Wenn Sie mir nicht aus dem Weg gehen, schieße ich Sie über den Haufen! Das werden Sie nicht, denn Bella würde das nicht wollen. Ich habe gesagt, nicht Ihren Namen! Bella. O'Neill, schießen Sie! Hicks, was? Was soll das, Mann? O'Neill, Sie sollen ihn erschießen! Das ist der Plan! Treten Sie zurück, Corporal! O'Neill, tun Sie es nicht! Ach, danke, dass Sie es nicht getan haben. Oh mein Gott! Ich habe gerade euren Gott erschossen. Wir brauchten ihn! Seht genau hin. Das war nicht der echte Wayland? Nein, Corporal. Aber woher haben Sie gewusst, dass er nicht der echte war? Wir sollen also rausfinden, was er wusste? 13 Wochen und 4 Tage lang war ich in Ihrer Gewalt. Stundenlange Folter. Immer wieder und wieder. Manchmal dachte ich, ich stehe es nicht durch. Aber wenn man nur zu zweit in einem Raum ist, merkt man, wenn der andere nicht atmet. Warum ließen Sie ihn nicht am Leben? Weil er euch alle bei der ersten Gelegenheit getötet hätte. So funktionieren die. Bishop? Ich kann alle seine Daten herunterladen. Das ist ein Sondermodell. Wir könnten Glück haben. Was brauchen Sie, Bishop? Macht Platz und bringt mir ein Skalpell. Ist das gefährlich? Mein Gehirn ist verkabelt. Blöde Frage, Entschuldigung. Sind Sie bereit, Bishop? Ich bin schon beim Herunterladen. Einen Moment, Winter. Wird das funktionieren? Das funktioniert. Woher wollen Sie das wissen? Sie haben also auch ein Mädchen verloren? Ja. Ich auch. Es muss funktionieren. Bishop, sind Sie in Ordnung? Sagen Sie mir, dass wir etwas haben. Irgendetwas. Wir brauchen echt einen Erfolg. Wir haben alles.